Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 9. Spieltag. HCF Florenz gegen die Eulen Ludwigshafen. Halbzeitstand 13:17, Endstand 23:29. Dementsprechend gehen die beiden Punkte heute an die Gäste aus Ludwigshafen. Glückwunsch erstmal dazu. Die besten Torschützen aus beiden Teams möchte ich noch nennen. Das war bei den Dresdner Sebastian Gress mit 5 Treffern und bei Ludwigshafen Janik Klein mit 7 Treffern. Und wir starten die Pressekonferenz wie immer mit einem kleinen Fazit vom Gästecoach. Deshalb würde ich direkt das Wort an dich übergeben für eine kleine Zusammenfassung zum Spiel. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Danke für die Glückwünsche. Wir haben, glaube ich, heute ganz, ganz viel richtig gemacht. Wir hatten uns einen Matchplan überlegt, Dresden ein bisschen unter Druck zu setzen, weil wir uns einfach nicht sicher waren, sehr viel Video geschaut haben, welche Abwehr uns erwartet. Wir wollten einfach mit einer 7-6 Abwehr das Spiel selber in die Hand nehmen, um Dresden unter Druck zu setzen. Das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Am Anfang haben wir viele Chancen erarbeitet, haben auch sehr gut getroffen, hatten eine gute Quote. Lassen vor der Halbzeit dann leider so ein paar liegen, wussten dann auch, okay, im 6 gegen 6 gab es auch immer das ein oder andere Mittel, was wir uns vorgenommen haben. Und dann gehen wir mit 4 in die Halbzeitpause, fühlt sich ein bisschen an wie Kopf runter, weil davor so ein bisschen der Wurm drin war. Aber für mich ist das dann mit 4 in Dresden in der Halbzeit erstmal ein Erfolg, wo wir ansetzen wollen, wo wir versucht haben, den zu verwalten. Und das haben wir sehr, sehr gut geschafft in der zweiten Halbzeit. Wir hatten, glaube ich, dann immer auf alles eine Antwort da und dann heute so ein bisschen das, was uns die letzten Spiele gefehlt hat, eine richtig gute Abwehrleistung, die dazukommt. In der Summe, wenn ich mir auch Torschützen angucke, war das eine super geschlossene Mannschaftsleistung. Ganz, ganz großes Kompliment hier an meine Jungs. Dankeschön für dein Fazit. Dann kommen wir zu dir, Rico, für eine kurze Zusammenfassung. Bitteschön. Ja, wunderschön. Erstmal Michel, Glückwunsch. Verdient. Verdient die Punkte hier mitgenommen. Ja. Nicht ganz zu teilen, dass im Moment ist das gerade so, dass das öfters das Thema ist, dass wir hier zurück zu Hause zurückliegen. Von daher ganz, ganz klar bei uns. Und ich muss gleich sagen, ich will gar nicht so viel sagen, weil das sind nicht wir und das ist nicht das, was wir sein wollen. Und das, was unsere Fahne geschrieben haben, hinten wie vorne mit Abstrichen, dann, dass wir dann Momentum mal kurz haben lassen. Marius Novak, ich glaube, der Einzige, der in einigermaßen normaler Form ist. Das muss man einfach konstatieren nach dem Spiel. Und deswegen geht die Punkte verdient dahin. 7-6 oder 6-6 Abwehr. Bei mir ist eher so das Thema vorne, wie wir da uns die Chancen nehmen und wie wir da Höhe oder nicht Höhe bedienen. Und dann uns dann das Spiel dann schwerer und immer schwerer wird in dem Spiel. Das hat man dann gesehen bei 3-1 Entscheidungen im Gegenstoß und dann mit stummer Fall rauszugehen. Das sind dann die Konsequenzen daraus. Ist gerade schwer zu fassen. Ist eine immer noch sehr, sehr, sehr interessante, würde ich nicht sagen, aber sehr komische Phase, wo wir dann so eine Leistung wie letzte Woche in Coburg haben, wo wir natürlich auch keinen guten Angriff spielen, aber die Abwehr super machen heute, muss man konstatieren, dass wir da nicht so viel raus mitgenommen haben. Das ist einfach Fakt und das tut einfach weh. Nichtsdestotrotz geht es bald weiter, das ist das Thema. Da muss ich erstmal ran, jetzt so zu denken, dass wir jetzt in Hagen dann einen anderen Auftritt auf die Platte kriegen. Danke, danke fürs Kommen. Schönen Abend. Danke dir auch, Rico. Dann seid ihr jetzt dran. Gibt es Fragen an den Gästecoach von euch? Wenn das nicht der Fall ist, wie ich sehe, dann kannst du gerne schon mal zu deiner Mannschaft wieder zurückgehen. Super gerne. Und dann wünsche ich euch eine gute Heimreise. Und dann kannst du nach vorne kommen, Basti. Dankeschön, schönen Abend zusammen. Tschüss. Und dann, Basti, schön, dass du da bist. Dankeschön. Gib uns doch auch nochmal eine kurze Zusammenfassung vom Spiel aus deiner Sicht. Ja, einen schönen guten Abend auch von mir. Ja, du hast schon alles gesagt. Ich glaube, wir können niemals im Spiel so anfangen. Das darf uns niemals passieren. Braucht keiner mit dem Finger auf irgendjemand anders zeigen, da kann jeder im Spiegel gucken, warum das so ist. Und ja, dass wir vorne dann so mutlos spielen wie letzte Woche, obwohl wir ganz klar gesagt haben, wir haben nichts zu verlieren oder wir können nicht viel mehr falsch machen als in der letzten Woche, das ist
Das ist nicht zu fassen. Und da müssen wir ganz klar das ansprechen und dann einfach auch ganz klare Konsequenzen daraus ziehen, wie wir das machen, ja? Und wie wir die Sachen angehen. Danke, Basti. Dann jetzt gern eure Fragen an Rico und Basti. Wenn es welche gibt. Boah, ich sehe, dass Steffen hat eine Frage. War das Rico? Genau. Sebastian, das, was du gesagt hast, wurde eigentlich vorher in der Pressekonferenz gesagt, dass alles besser gemacht werden muss. Und genau heute ist es nie passiert. Wie kommt das? Wie kann man das erklären? Dass man die Vorsätze, die zwei Tage vorher, wir müssen das und das und das, am Ende doch wieder total über den Haufen geworfen wurden. Oder ja, nicht gelingt. Wenn ich darauf eine Antwort hätte, dann wäre es bestimmt nicht passiert. Wenn ich wüsste, wie wir das verhindern können, dann würde ich es vorher schon verhindern. Wir können viel darüber reden. Wir haben nicht super viel Selbstvertrauen im Moment nach den Spielen. Aber irgendwann muss das egal sein. Weil wir sind so weit weg von dem, was wir eigentlich sein wollen gerade, dass es keinen Grund gibt, noch Angst zu haben vor irgendwas. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt einfach ganz klar kommunizieren müssen und wo einfach jeder, der irgendwo Angst hat, dann einfach das sagen soll und dann braucht er auch nicht mitkommen. Weitere Fragen? Wie würdest du den momentanen Zustand als Krise beschreiben oder was ist denn das, was ihr im Moment habt? Weil ihr kommt ja nicht in die Pötte, wo ihr hin wollt. Ja, das ist richtig. Wir kommen gerade nicht dorthin, wo wir gerne hin wollen. Das ist Fakt. Krise. Ja, genau, auf jeden Fall. Krise ist immer sowieso so ein Wort. Da gibt es Mannschaften auch bei uns in Liga, die haben auch ähnliche Ansprüche und stehen ganz anders. Aber wir wollen nicht auf die anderen gucken. Fakt ist eins: wir können verlieren. Und wenn wir darüber im Handball reden können, ist das schön. Leider haben wir gerade im Moment eine Phase, wo es Spiele gibt, wo wir nicht über Handball reden. Und das ist einfach der Punkt. Deswegen, ja, Krise, ich sage es auch trotz alledem, wir müssen einfach auch daraus viel mitnehmen und aus der Rennung schlecht mitnehmen, was wir heute gemerkt haben, was jeder Einzelne merken sollte. Weil am Ende ist es auch so, dass es heute, das darf ich nicht sagen, in der Pressekonferenz, aber es ist halt verdammt nochmal euer Job und das war heute definitiv. Muss man einfach konzentrieren, nicht von allen Arbeitseinstellungen hier für das Thema. Und von daher, ja, trotzdem können wir da jetzt 10 Stunden drauf hauen, das macht es auch nicht besser mit dem Spiel in Hagen gegen Gemeinschaft. Wir sind nicht so heutige Spieler, die auch nicht besser dastehen, wo es nicht darum geht, Handball zu spielen, sondern einfach volle Bulle alles reinzulassen, viel Herz auf dem Feld zu lassen und versuchen dort irgendwie die Punkte mitzunehmen. Das ist jetzt der Plan und damit müssen wir die Jungs wieder hinkriegen. Da würde ich es wieder hinkriegen und das jetzt ab sofort, aber definitiv gehen wir da auch das an, was heute hier war. Und, ja. Weitere Fragen? Wenn das, wie ich sehe, nicht der Fall ist, dann sehen wir uns am Freitag in der Pressekonferenz vorm Hagenspiel. Euch dafür schon mal viel Erfolg und euch anderen in der Halle noch einen schönen Abend. Dankeschön.